Tradition fortsetzen, die auch ihr Vater, sein Vater hatte. Nämlich Krieg mit Castell. Und ja, das will wohl momentan keiner mehr. Auch der König Erik möchte das nicht. Zumindest sieht er momentan wohl auch nicht ein, dass hier ein sanfter Sultan sein könnte. Gut, egal, lass uns jetzt hier mal kurz nächtigen. Willkommen, willkommen, du musst Masi sein. Der dunkle Sultan hat mir mitgeteilt, dass zwei wichtige Gäste hierher kommen. Damon? Oha, ihr sprecht euch mit Vornamen an. Nein, nein, natürlich nicht, stimmt's, Masi? Psst, verratet es keinem, aber der dunkle Sultan schleicht sich oft aus der Festung in diesen Teil der Stadt, um die Menschen zu sehen. Er kam mir ganz und gar nicht wie ein Bösewicht vor und ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Scheint, als ob alle in dieser Gegend ihn kennenlernen wollen. Ich schätze, wir sind nicht die Einzigen, die es schade fänden, wenn Damon ginge. Hä, wo geht ihr denn hin? Ach ja, richtig, ich vermute aus offizieller Geschäftsreise. Hey, Masi, was hältst du davon, wenn wir versuchen, uns morgen mit Damon zu treffen? Wenn wir schon nichts an seiner Situation ändern können, verabschieden wir uns wenigstens von ihm. Wir sind jetzt schließlich seine Freunde, stimmt's? Oh, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen von diesen ganzen Stimmenverstellen. So, sorry. Gut, schauen wir nochmal nach. Ich trinke mal kurz einen Schluck, sonst kann ich hier nicht... Ich kann hier sonst nicht weiter moderieren. Das ist sonst nicht möglich hier. Ich kann sonst nicht weitermachen. Das ist der Nachteil an Spielen, die keine Synchronisation oder irgendwelche Zwischensequenzen haben. Da hat man halt immer das Problem... Oh ja, super, schmeiß erstmal alles runter. Beste Idee. Da hat man immer das Problem, dass man so viel... So viel quatschen muss, mein Gott. Und dann schmeißt man hier alles um und trinkt irgendwas und dann ist alles kacke. Ich merke halt beim Fantasy Life immer so nach einer Stunde dann immer die Stimme weggeht, wenn man ihn durchgehend nur am Labern ist. Entweder selbst kommentieren oder irgendwas vorlesen. Echt schlimm. Und das ist bei Nintendo Games leider so üblich. Oh, was willst du denn? Hast du einen Auftrag für uns, Zirk? Meisterschmied. Ich bin natürlich ein Dienst, wenn du das gestattest. Ja, wir sind mittlerweile fast ein Meister. Ich meine, wir sind momentan nur Experte. Beste Rüstung. Ich möchte, dass du mir einen Magiehelm toller Qualität... Ich glaube, Magiehelm ist erst ab der nächsten Stufe möglich. Wir sind momentan erst Experte. Aber ein paar Helme waren schon drin. Vielleicht ist da auch ein Magiehelm dabei. Ich weiß es nicht. Was geht dir vor, ihr beiden? Ich dachte, ihr beiden wärt Geschichte. Wie kann es sein, dass ihr hier unversehrt vor mir steht? Das Einzige, das hier Geschichte ist, ist Damons Freiheit. Die Freiheit des dunklen Sultans? Obwohl ich nicht verstehe, was ihr meint, frage ich mich. Euch wisst ihr schon die Neuigkeit? Was meinst du genau mit die Neuigkeit? Ach, also wisst ihr es nicht. Ausgezeichnet, die Stunde meiner Rache ist zum Greifen nah. Edler Held, von was um alles in Riviera redest du? Ich hörte, dass der dunkle Sultan heute Morgen mit einer Handvoll Repräsentanten die Festung verließ. Es hieß, sie seien alle auf dem Weg in die Sandwüste. War sie auch in die Sandwüste? Halt, ihr beiden! Ich war es, der euch eine solch wertvolle Information gegeben hat. Das könnte unsere letzte Chance sein, Damon zu treffen, Marcy. Hey, hört doch wenigstens an, was ich euch zu sagen habe. Oh, jetzt kommt der Vollidiot wieder mit. Ich bin wieder so versteift auf alles, was andere sagen und denkt nicht selber nach. Alle sagen, der ist böse, also muss der böse sein. Also muss ich den jetzt umbringen. Statt selber mal mit dem zu sprechen, Vollidiot. Ich hasse den. So ein nerviges Drecksviech. Kann ich den nicht irgendwo in der Ecke, warte? Ist doch möglich, oder? Ja. Tschüss. Okay, der wird gleich eh wieder zurückreportiert. Mann! Kann ja nicht einfach hängen bleiben und auf ewig dort stehen bleiben, während wir uns auf der Suche nach Damon machen. Der soll nicht mit. Hallo? Kann ich Nein sagen? Ich will Nein sagen. Bleib hier. Arschloch. Ah. Okay, aber der wird wahrscheinlich eh nicht den Mut haben zu kämpfen. Das haben wir vorher schon ein bisschen. Oh, Gold. Wir brauchen Gold. Wir brauchen Gold. Mir Gold sofort. Danke. Oji Gold. Wir wollen Gold haben. Ach, je mehr Gold, umso näher kommen wir unserer perfekten Rüstung und unseres nächsten Schwertes. Also dann, Damon, mein Schätzchen, es ist Zeit für dich zu gehen. Wie du wünschst, Mutter.
hinein. Das ist also die Sandwüste. In dieser Wüste Wimmet ist nur so von Bestien, die weitaus furchterregender sind als Magikritter. Aber Damon ist genau inmitten dieses Gewimmels. So ist es, Schmetterling. Das bedeutet, dass unsere Gegner gänzlich unvorbereitet ist. Marcy, wir müssen uns beeilen. Ich hatte ja eigentlich vor, in einem Kampf zu ziehen, aber... Hör auf zu quasseln, Vollidiot. Wir haben neue Gegner zu bekämpfen. Zum Beispiel den hier. Und dieser Magnificus, der kann einfach nichts. Der kann nichts. Das ist der größte Vollidiot, den ich je gesehen habe. Kann ich hier nichts knüpfen? Anscheinend nicht. Ach, ich liebe dieses Spiel einfach. Diese verschiedenen Settings. Castell eher so der Standard. Wald und Grasebenen und so, dann Puerto mit Strand, Piratensetting und ganz viel Wasser und jetzt sind wir hier in Almagique mit dem Wüstensetting und wieder cooler Musik, die unglaublich gut hierzu passt. Oh, hier wird wahrscheinlich auch wieder so ein großer Vogel warten. Den Blizzard-Vogel haben wir bereits am Meer schon gesehen und hier haben wir Donnerschwingen-Ei. Wahrscheinlich wird deswegen wieder irgendwann ein Donnervogel auftauchen. Ja, dann haben wir halt noch den Wald, dann haben wir noch einen Eisberg, wir haben noch eine Lavahöhle, wir haben diverse Unterwasserhöhlen und so weiter und so fort. Wir haben so viele verschiedene Settings, die alle cool aussehen. Jedes Mal mit diversen verschiedenen Gegnern und so weiter und so fort. Das Spiel ist einfach, ich muss es so sagen, eines der besten 3DS-Spiele, die ich bislang gespielt habe. Und da haben sie einfach gute Konkurrenz. Denn 3DS-Spiele gibt es bislang verdammt viele gute. Ich muss sagen, es ist eines der besten, ja, Rollenspiele, die ich je gesehen habe. Weil das Lied einfach unglaublich passend ist und es ist einfach auch, ja, es gibt viele verschiedene Rüstungen, die man schmieden kann mit dem ganzen Leben und so weiter und so fort. Ich habe schon häufig gesagt, aber ich kann einfach nur über dieses Spiel schwärmen. So, verklopp du mal unseren kleinen Vollidioten hier. Soll es nicht auf uns gehen, soll es auf unseren Vollidioten mal gehen. So, dann kann ich dich von hinten angreifen und mit dieser Combo gleich mal vernichten. So. Von diesen Süßholzscheiten. Ich weiß natürlich nicht, ob hier wieder so eine Händlerin ist. Also so eine nette Dame. Hallo, wollt ihr mich verarschen? Die uns die Beute abnimmt. Ansonsten muss ich mit dem Kran nämlich nach Almagique reinrennen. Und da habe ich jetzt gerade eigentlich gar keine Lust zu. Was es hier auf jeden Fall gibt, sind genug von diesen Söldnern. Also verzieh dich. Sandburg. Hier haben wir noch mehr von den Heilkräutern. Ich gehe erstmal oben ab, weil unten war ja, ist ja unser Missionsziel. Ah, und ich glaube, dass ich diese Skelette da eventuell... Eventuell kann ich was mit denen machen. Die sehen so auffällig aus. Lebensgenesung, okay, vielleicht doch nicht. Die Lebensgenesung hat der wohl nicht verwendet. Aber Gold. Gold ist wichtig, Gold ist schön. Gold brauchen wir für unsere neue Rüstung und unser neues Schwert. Ich denke mal, sich am Ende dieser Aufnahmesession auch gleich mal... Oh, ein Sandgolem. Hallöchen. Was ich sagen wollte, ist, dass ich glaube, dass ich am Ende dieser Aufnahmesession... So, erstmal den hier plätten, der nervt nämlich gerade tierisch. Oh, oh. Nichts von plätten, erstmal was schlucken. So, nochmal. Ach, leck mich doch, okay. Vielleicht sind wir doch nicht overlevelt. Dass ich am Ende dieser Aufnahmesession mir auf jeden Fall die Goldrüstung machen werde. Also die Gold- und Platinrüstung. Fuck, jetzt brauchen wir doch so eine Lebensgenesung. Gut, dass wir davon gerade eine eingesammelt haben. Ich habe mich aber auch tierisch dämlich in diesem Kampf angestellt.
muss man dazu auch sagen. So, Magnificus, zieh die Aufmerksamkeit auf dich. Dann kann ich ihm von hinten ordentlich eine reinhauen. Von diesen Golem-Viechern haben wir ja schon mehr als genug bekämpft. Deswegen sollten wir mittlerweile ja auch wissen, wie man gegen die vorgeht. Die hätten dieses Mal ein bisschen mehr ausmachen, dieses Mal ein bisschen mehr Damage, aber ansonsten sind es immer wieder dieselben Gegner. So, Level 25 tut er doch ganz gut. Magic Gold, vielen Dank dafür. Hier haben wir noch eine Lebensgenesung. Und hier haben wir noch mehr Gold. Gold, 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 Gold. Ich will Gold haben. Sehr schön, Gold. Oh. Ist das da ein Drachenskelett? Ich habe nämlich in den Schürfer, das habe ich nämlich bei dem ersten Skelett schon gedacht, ich habe in den Schürfer-Sachen gelesen, dass ich Gold- und Drachenskelettknochen sammeln soll. Für die nächsten Aufgaben. Von dem Kerl sind nur noch Knochen übrig. Vielleicht ist es so gut ein gefährliches Monster weniger. Merkwürdig, dass hier einfach so ein Skelett, ein riesiges Skelett rumliegt, so mega auffällig. Dazu aber sonst nichts gesagt wird. Schon interessant, was das mal war. Vielleicht steht es auch später nochmal auf. Ich weiß es nicht. Oh, hier oben ist die Grotte der Gebeine. Werden wir sicherlich früher oder später nochmal reingehen. Aber nicht mit diesem Begleiter, der kann nämlich nichts, da gehe ich lieber mit Damon rein. Hier gibt es auf jeden Fall keine Beutehändlerin. Die gehe ich, glaube ich, auch mit der neuen Rüstung rein, wenn wir den Sandgurgel ein bisschen easier besiegen können. Easier. Den Gold habe ich jetzt schon fast genug für die komplette Rüstung. Und Platin kriege ich ganz einfach auf der Schneespitze. Damit ist die Rüstung eigentlich kein Problem mehr. Und dafür sah die eigentlich ziemlich krass aus in der Beschreibung. Deswegen wundert es mich, dass wir da so einfach drankommen jetzt. Bestienleder brauchte ich dann noch für, glaube ich. Aber Bestienleder habe ich jetzt ja mehr als genug schon von den Dingens gekriegt. Von den komischen Schakalen, die wir da besiegt haben. Und die waren ja auch kein Problem. Oh. Du hörst schon wieder an die Bossmusik. Was hat tatsächlich ein Boss? Okay. Also bis auf den Sandgolem, der gar nicht auf unserem Weg lag, ist hier bislang alles relativ einfach. Und das, obwohl wir schon eine viel bessere Ausrüstung haben könnten, als die wir jetzt gerade haben. Es verwirrt mich, wie gesagt, alles ziemlich. Wir könnten jetzt schon eine doppelt so gute Ausrüstung haben. Sowohl Schwert als auch Rüstung. Und trotzdem machen wir momentan alle Gegner, die auf unserem Weg liegen, einfach zu leicht platt. Vielleicht sind wir auch overlevelt oder so. Aber ich mach doch nichts. Ich mach doch nur die Story. Und ich mache auch nur die Berufe, die wirklich notwendig sind, um im nächsten Gebiet erfolgreich sein zu können. Na geil, kriegen wir Süßholznüsse. Hier kriegen wir Magiegold, das war wahrscheinlich der Sandgolem. Und hier kriegen wir Spielzeugkamel. Okay. Jetzt sind zwar die ganzen Gegner wieder respawned in der Wüste, in die wir jetzt gehen. Ist mir aber egal. Können wir ja auch ignorieren, wenn wir wollen. Ich würde jetzt auf jeden Fall nicht mehr diese ganzen Dinger mitnehmen. Den ganzen Schatztruhen haben wir jetzt einmal mitgebracht. Das ist auch schön gut. Wir brauchen aber nicht. Ich kann ja mal kurz. Wir haben, glaube ich, ein Level abgegangen. Das heißt, wir können auch wieder leveln. Und jetzt sind wir wieder zwei mehr in Stärke. Und was ich eigentlich gucken wollte, waren. Was war es denn? Was wollte ich denn gucken? Was wollte ich gucken? Achso, da. 10 Items können wir noch mitnehmen. Wird nämlich langsam knapp mit unserem Inventar. Ist hier gerade zufällig irgendwo ein Händler? Kann ich
irgendwie was verkaufen könnte. Okay, diese Magiekuppeln, da kann ich nicht. Hier ist natürlich gerade kein Händler, ne? Okay, weißt du was? Ich glaube, ich gehe nochmal kurz hoch, gehe zum nächsten Händler und verkaufe ein bisschen unnötigen Scheiß, den wir dabei haben. Einfach um den ganzen Stuff, den wir in der Wüste finden können, auch mitnehmen zu können. Also hier Gemischtwarenladen, da kann man sicherlich was verkaufen. Jawohl, verkaufen. Wir wollen Sachen loswerden. Und zwar, wir haben Blizzard-Schwingen, Schnabelschwingen und Donnerschwingen. Donnerschwingen ist 5 Sterne Seltenheit, also ist das wahrscheinlich auch der stärkste von diesen Vögeln. Schnabelschwingen in der Nähe von Castell, Blizzard-Schwingen in der Nähe von Puerto und Donnerschwingen in der Nähe von Magique, El Magique. Ich weiß nicht, ob ich davon was verkaufen will, von dem Kram hier. Ich glaube, ich gehe lieber hier hin. Was soll ich mit 2 Bronzehacken? Können wir eine verkaufen? Was soll ich mit 2 Eisenhacken? Die Frage ist, was soll ich allgemein noch mit Bronze und Eisenhacken? Gar nichts mehr. Wir haben ja auch eine gute Silberhacke, die wir ausgerüstet haben. Eine normale Silberhacke. Kann die normale Silberhacke auch weg. Genauso wie die Pinienaxt, die brauchen wir auch nicht mehr. Die Angelrute brauchen wir nicht mehr. Eisenhammer brauchen wir nicht mehr. Ich habe 2 Silberhämmer, habe aber den Goldhammer auch schon ausgerüstet. Den kann ich nämlich mittlerweile schon ausrüsten. Deswegen kann ich die Silberhämmer eigentlich auch schon wieder verkaufen. Bronzenadel, eine Eisennadel, eine Silbernadel. Ich bin zwar noch gar kein mehr. Aber deswegen sollte ich es vielleicht auch nicht verkaufen, denn da müssen wir die noch verwenden. Die Palmsäge kann ich zum Beispiel noch nicht ausrüsten, weil ich noch nicht hoch genug gelevelt bin. Deswegen muss ich die Piniensäge verwenden, aber die Eichensäge kann weg. Die Pfanne behalten wir erstmal. Aber auch bei Schwertern, da ist es auch so, das Eisenschwert. Behalte ich mal, falls wir mal Paladin werden wollen, werde ich aber eigentlich nicht. Aber vielleicht mal offscreen dann später nochmal nachleveln. Das Bronzeschwert brauchen wir zum Beispiel nicht mehr. Das Eisenschwert brauchen wir auch nicht mehr. Beide nicht. Und beim Silber habe ich jetzt ein gutes, was wir gerade verwenden. Und ein normales, da kann das normal auch weg. Genauso wie ich keine 2 Bronzedolche brauche. Momentan können wir den Pfeilbogen schon verwenden, müssen wir den Pinienbogen noch verwenden, ist eigentlich egal. Die Eichen brauchen wir nicht und den ersten Pinien auch nicht. Also Magier werde ich auch was bei sich lassen. Rüstungsmäßig sieht es auch so aus, was brauche ich hier mit 2 Eisenhelmen? Brauche ich gar nicht, was brauche ich überhaupt so viele Eisenhelme? Kann auch weg. So, wir haben noch eine Eisenrüstung. Ich behalte mal von jedem einen. Alles, was ich doppelt habe, kann dann weg. Wie zum Beispiel diese Lederstulpen hier. Kann auch weg. Hier haben wir auch 2 Eisenstulpen. Kann auch einer weg. Was soll ich noch mit 2 Eisenschilden? Was soll ich mit 2 Silberschilden? Was soll ich mit so vielen Korallenhalsketten? So, hier habe ich eine Menge. Oh, das Porträt von Erik ist sogar 7500 wert. Das ist natürlich ordentlich. Hey, 100.000 Gulden verdient, so. Schauen wir mal kurz im Menü, wie viel haben wir jetzt Zahl? Ja, 39 sieht schon besser aus. Damit können wir in die Wüste gehen. Den Rest lagere ich dann zu Hause mal ins Lager, aber man weiß ja nie, wofür man das gebrauchen kann. Falls ich dann doch mal Koch vom Beruf werde und ich jetzt meine ganzen Nahrungsmittel hier verkaufe, ist es hier ein bisschen doof, die ich jetzt alle angesammelt habe, muss ich neu farmen gehen. Deswegen werde ich das, glaube ich, lieber alles zu Hause ins Lager schmeißen. Und die Chance nutzen und hier nochmal das Gold mitnehmen. Aber auf durch die Wüste. Dieses komische Drecksvieh greift uns erneut an. Dieser komische Boss oder was du darstellen sollst.
Irgendwie kannst du nichts und bist trotzdem angeblich ein Boss. Das verwirrt mich gerade ein bisschen, deswegen lasse ich die Beute auch erstmal da rumstehen. Okay, das Schild kümmere ich mich gleich. Kakteengewitter auch abgeschlossen. So, was steht denn hier auf dem Schild? Im Süden unterirdischer See, im Westen Al-Magik. Ah, im unterirdischen See sollte ich irgendwen besiegen. Das war eine Quest für den Söldner. Besiege im unterirdischen See. Behemoth sollte ich da, glaube ich, besiegen. Ja, ein Behemoth. Das hier wird der unterirdische See sein. Aber die Quest war schon für die letzte Söldnerstufe. Also, wir sind jetzt schon eine weiter. In anderen Worten, sollte der eventuell sogar für uns machbar sein, der unterirdische See. Sieht aber sehr magisch aus, wie alles in der Region. Wir werden uns den unterirdischen See aber trotzdem erst später angucken. Wir werden erstmal die Story machen und danach wieder die Gebiete hier angucken. Aber wir können es ja schon mal merken. Oh, ein großer Zusatzbaum. Den nehme ich natürlich gerne mit. Das gibt uns ja einen Edel-Süßholzscheit. Sogar zwei Edelsüßholzscheite insgesamt. Wir haben einen gefunden und kriegen jetzt einen noch, wenn wir das hier abgeben. Ja, da muss ich doch nochmal zurück nach Al-Magik laufen, um den Kram hier abzugeben. Ja, komm. Dann schauen wir uns den unterirdischen See halt beim nächsten Mal, wie gesagt, an. Zusammen mit der Höhle, die wir da oben gefunden haben. Und die wollen jetzt nochmal kurz den Quatsch in der Stadt ab. Ist halt selten, dass so ein Edelsüßholzscheit erscheint und deswegen, weil er halt so selten ist, gebe ich ihn lieber erstmal ab. Bevor ich ihn später brauche, mich dann ärgere, dass ich ihn nicht abgegeben habe. Ist halt blöd, dass ich hier noch keine Beutehändlerin gefunden habe, sonst wäre das viel schneller. Also müssen wir jedes Mal nach Al-Magik, jedes Mal respawnen, die Gegner da drin, wir müssen es ja jedes Mal neu durchkämpfen. Da haben wir schon gleich 20 Minuten vergammelt. Haben nichts geschafft in der Zeit, sind die ganze Zeit nur von A nach B gerannt. Wow, Glückwunsch. Ein Part lang nichts geschafft. Aber oh, hier nimm. Ja, danke, tschüss. Gib. Bin ich toll. Ciao. Lass mich bitte, bitte einfach dadurch, ohne dass ich irgendwas Seltenes finde, was ich unbedingt abgeben möchte. Ich meine, eigentlich ist ja cool, dass ich was Seltenes finde, was ich abgeben möchte, aber es ist halt nervig, dass ich dann jedes Mal hier hinrennen muss und die Gegner wieder respawnen. Und vor allem, dass man diese Goldvorkommen wieder respawnen und ich die einfach nicht liegen lassen kann. Das ist allgemein mein großes Problem bei irgendwelchen Rollenspielen und so.